Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir gegen diesen einen Typen gekämpft, dessen Namen ich noch nicht herausgesucht habe und herausgefunden habe. Da während der jetzigen und der letzten Aufnahmen irgendwie 5 Minuten oder so dazwischen liegen, deswegen hatte ich noch keine Zeit, irgendwie nachzugucken, wer der Typ ist, aber wahrscheinlich wird im Titel des letzten Videos den sein Name stehen. Also mit absoluter Sicherheit, mit denen sein Name da stehen. Und ja. Deswegen, ja. Spätestens da weiß ich dann, wie er heißt und ihr auch. Also kein Problem, ne? So, da bitte an Spaß. Das ist auch eine geile Attacke. Mit Kreis in der Luft. Oh, ich kann euch da reinschmeißen. Das gefällt mir. Warte mal, ich habe eine Idee. Dich! Hu dich! Ma! Hu dich! Doch mal bloß nicht, dass ich das nicht ausnutze, dass ich euch da reinschmeißen kann. Warte mal hier noch. Da ist der Truhe! Hui! Mach auf. Und da kann ich hin. Ja. Nein. Also ja, aber bringt nichts. Ne? Ich wusste ja, dass das irgendwann passieren wird. Ja, also komme ich zum Speicherpunkt. Da habt ihr nicht mitgerechnet, ne? Eieiei. Wird schon nicht so schwer sein hier. Also komme ich in das Spiel gut rein. So, 30 Parts. Oh, zeig mal die Karte. Okay, ich gehe mal nach rechts. Da gibt es bestimmt voll die wunderschönen Sachen zu entdecken. Nein, okay. Oder sind Gegner. Boah, wenn ihr irgendwo ein Bogenschütze kommt, ne? Was seid ihr? Schwimm, Krabbe, schwimm! Schwimm! Ultra Mega Super Yoshi Zone Kick. Hurrat! Kram können auch schwimmen, oder? Wenn nicht, tut's mir leid. Und warum kann ich das Ding nicht öffnen? Was ist denn das für ein Dreck? Hurrat! Wupp. Na, was los? Na, jetzt kann ich da öffnen. So. Na, Ding. Danke. Meine Herren. Ja gut, jetzt kommen wir mal zum Speicherpunkt zurück. Das heißt, so schwer wird es wohl nicht sein, ne? Oh, Bogenschütze. Hi, na? So, erstmal du. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder gemacht habe. Ich will es gerne wissen. Schon wieder. Was? Das ist eine Truhe. Leck mich. Ah! Kannst du es wagen? War ein Kuma-Kraut. Willst du mich auf den Arm nehmen? Du Pizza, komm da runter. Aber gut. So, komm mal her. X und Dreieck. Und Bombe. Mal halt auch immer zu blocken, das ist nervig. Ja, läuft doch mit. Er springt voll ins Wasser. Boah, nee, das gebe ich mir doch nicht durch. Aber das Ding ist voll geil. Komm mal, sparen wir uns mal auf. Hey. Wer? Wer wagt es? Das wird knapp. Und ja, es war so knapp, dass es gar nicht oft passiert ist. Oh, leck mich. Das ist echt ein blöder Ort zum Kämpfen. Wie ist das eigentlich?
Okay, wer tut da die ganze Zeit Ding auf mich schießen? Oh nein, so ein fettes Ding habe ich da gerade gesehen. Okay. Verpisst euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, seid ihr nervig! Probier mal die andere Waffe auf. Macht die überhaupt mit Kreis? Schon ausprobiert? Ich glaube ja. Und ich wollte dich gar nicht treffen, aber okay. Yoshi Tsune ist Talente Teil 3. Das Symbol auf dem Schiff ist für Yoshi Tsune bestimmt. Drücken Sie X, während er draufsteht, um zu seinem Gegenstück zu springen. Okay, cool. Dich. Stich. Penetrier. Deine Probleme werden nicht einfach mit Abwehren gelöst, weißt du? Hör auf damit. Buff. Boah. Welcher Pizza... Du mich die ganze Zeit hier abschießen. Ihr. Ah, ich wollte schon sagen. Hi, na. So. Geht weg. Also haben wir ja auch alles dezimiert. Kann ich da rein? Nein, okay. Kann ich da runter? Nein, okay. Da oben kann ich doch bestimmt auch noch irgendwo lang, ne? Nö, okay. Warum auch? Kommst du denn auf die Idee, Mann? Okay. Kann ich da rein? Nein, okay. Okay, war ein bisschen knapp. So. Oh Gott. Ich heile ihn mal. Obwohl, ist in der Nähe ein Speicherpunkt. Nö. Warum nicht noch weit? Da haben wir einen Speicherpunkt. Wird wohl reichen. Erstmal. Hey. So, wollte schon sagen, wenn ich jetzt zum Speicherpunkt wieder komme, ne? Was? Ich kann doch locker darüber. Hallo? Das ist auch auf der Karte eingezeichnet, Mann. Oh Mann. Da ist auch so ein Sprungteil. Schwimm! Schwimm! Ich hab gesagt, schwimm! Lieb das Meer! Liebe das Meer! Lieb das Meer! Schwimm, Hishi! Schwimm! Schwimm! Oh, ernsthaft! Boah! Schwimmt! Hab ich jetzt beide reingeschmissen? Geil! Oh Mann, ernsthaft? Oh, hast du was hinterlassen? Nein? Okay. Entschuldigung! So aus. Das sah jetzt aus wie eine Wiese für den ersten Augenblick. Mach ich ja eigentlich. Weiß nicht, ob ich viel schneller hier von dem Boot kriege. Nein, 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 nein. Mann, Benke kann doch nicht schwimmen, der geht doch unter den Stein. Ma! Ne? Was ist doof da? Warum müssen mich wieder 1 Milliarde Leute abschießen? Vor allem, ich muss auch springen. Ich kann mich nicht da fallen lassen oder so, das ist dämlich. Jetzt irgendwann werde ich abgeschossen. Schwimmt! Ich hab gesagt, schwimmt! Klatsch. Oh, das ist so befriedigend.
So, mach ich überhaupt auf der Seite hier? Bist dich. Oh! Drecksack! Ma! Hey! Aber mit Shizuka, die ist ein bisschen schneller, glaube ich. Ja, danke. Warum hat sie denn so viel Aua schon? Warum geht meine PS3 jetzt so ab? Fragen über Fragen. Oder ist so kacke, ich sehe nichts. Ja, und jetzt komme ich da rüber und ihr greift mich die ganze Zeit wie blöd an, oder was, ne? Pisst euch. Oh mein. Soll doch gar nicht hier lang. Warum sind denn so viele Leute hier? Ernsthaft, warum sind hier so viele Leute? Piss dich. Piss dich. Ich da hoch? Kann ich nicht? Warum nicht? Doch, kann ich. Oh, nee. Oh, verpisst euch. Gegen euch habe ich schon genug gekämpft. Boah. Ich bin doch hier vollkommen falsch. Warum sind hier so viele Gegner? Haben wir so nirgends was Geheimes? Was? Ich bin ja richtig? Leck mich. Muss mal kurz hier weg. Noah. Muss ich auch noch mal zurück, da muss ich mal gucken, was da auf der anderen Seite ist. Ei, boah, das ist dämlich. Könnt ihr mal. Boah. Ich kann die Pfeile nicht sehen. Wie soll ich da bitte schon ausweichen? Den oberhalb des Bildschirms. Ich sehe den nicht, wie geflogen kommen. Das ist doof. Boah. So ein paar Sachen haben sie echt scheiße gebaut hier, muss man sagen. So, wo ist denn jetzt das hier? So. Hi, schwimm! 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 Will mich verarschen, dass hier nur. Weiß ich nicht. Ein paar Gegner? Wo kommt her? Was hat dämlich? Vor allem, wenn ich verreck, ne? Kann ich vom Speicherpunkt aus alles wieder neu machen. Und der ist natürlich am Leben gewesen. Komm her, Bams. Bams. Bams, so. Hier da drin ist kein Speicherpunkt. Da kann man nicht rein. Natürlich kann man nicht rein. Bams. So, deswegen habe ich das ganze Abenteuer jetzt hier gemacht. So, wenigstens etwas. Mal noch weiter über. Bams. Zwei Stück? Oh cool. Dann gehen wir mal was aus. Wer braucht denn die AP, Shizuka? Weil sonst weiß ich nicht. Boink. Oh, 300 dazu. Und Yoshitsune. Mein Gott, die liegen ganz schön hinterher mit den KP, sehe ich gerade. So, Yoshitsune, ich kann nicht wieder benutzen. Gut, ne? Jetzt auf der anderen Seite auch nochmal zwei, wenn es geht. Nein? Okay, verdammt, Dreck.
Upsala. Hab meine Frust dann irgendwas da ausgelassen, was auch immer das ist. Fuck ist es. So, jetzt noch mal dich. Diese Höllen-Area. Nein, Shizuka wollte ich. Weil sie kann... Da kann man doch auch irgendwie hin. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Was zum Teufel? Ich hab grad die ganze Zeit mit Yoshizune versucht, da... Boah. Ja, jetzt geht's aufs Maul. Weil das hätte mein Abenteuer bis dahin hin viel vereinfachen können. Bams! Die schießen immer noch blind dahin. Ja, das ist einer meiner neuen Lieblingsangriffe, habe ich so gefühlt. Ah, Kurumakrot, was soll ich denn damit? Gibt 300 KP oder so zurück. Nur. Tengu-Kraut ist auch nicht viel besser. Ein ab. Boom. Boom, Schakalakalaka. Was ist das denn? Ah! Sind das paar Dödel. Okay, jetzt kann ich dadurch, ohne hat mir hier ein Ederchen Platz. Ich glaube, irgendwann kommt ein Speicherpunkt auf dem Weg. Nein! Gut. So, Shizuka. Warum denke ich immer, die ist rechts? Warum denke ich immer, dass Shizuka voll rechts ausgelegt ist? Ist das falsch angehört? Ja, kann sein. Ist mir egal. So. Irgendwo hier war ich doch, ne? Ja, da. Au, Sack. Ich komme mal wieder da, wenn ich frag, glaube ich. Ihr Säcke. Oh nein, ich werde sowas von frecken. Ich sehe ja doch. Ja, du bist ja da. Hör. Hab ich dich nicht gerade erledigt? Wo bin ich? Da ist schon wieder so ein Chaos hier. Warte. Ja, treib's aber mal. Au. Sack. Boah, wie man nicht an die herankommt. Wenn ich an die nicht rankomme, dann ignoriere ich euch auch. Ich kann da oben die nicht kaputt machen, dann bist euch. Ja, auch nicht gut, dass jeder Gegner jetzt diese Dinger hinterlässt, jeder einzelne Gegner. Flieg! Flieg! Hier fliegt mich darunter, ich glaube, Stille. Oh, jetzt reicht's aber. Oh, ihr hättet auf mich drauf geballert, ne? Wenn ich da weitergegangen wäre. Sehe schon. FU2. Die fliegenden Viecher, die wollen mir auch Nerven geben. Kann fliegen, ne? Kann auch fliegen. Ein paar weiter. Ich nehme jetzt einfach nicht jeden Gegner hier mit. Das ist mit zu viel Frust verbunden, habe ich so das Gefühl. Geh da rüber. Komm mal her. Du stirbst. Sag ich doch. Und du. Du hast recht, du. Oh, ganz besonders du. Krieg ich wieder ein Graz-Item, ist auch gut. Wenn ich das fehlerfrei mache. Ja, genau so. Wir kriegen nichts. Was zum Teufel? Warum bist du schuld? Ups. Du machst einen auf Akrobatik. Okay, der ist nicht am Boden angegriffen. Ah, da geht's weiter, okay.
Warte mal hier noch. Wupp. Da können wir euch wieder ein paar Gegenstände und so springen lassen, finde ich. Ja, und die hätten mich abgeschossen, wenn ich jetzt hier vorbeigelaufen wäre, ne? Ich kenne doch deren Strategien. Ja, da geht's weiter. Will ich auch hin. Da ist gerade irgendjemand gestorben, ich weiß nicht wieso. Ich habe nämlich Punkte bekommen. Falscher Knopf! Ah. War knapp. Boink. Ist sowieso mit einem Schlag weg. Was mache ich das überhaupt? Ah. Bastarde. Jetzt bin ich direkt hier aufgetaucht. Oh, er taucht wieder neu auf. Leck mich, hör auf damit! Was ist da? Alter! Könnt ihr mal aufhören damit? Sag mir nicht, die kommen jetzt immer wieder neue. Hier, dann gehe ich direkt da vorbei, ja. Sehe ich aus. Was ist denn da? Aber wir sind da schon wieder der richtige Weg. Grüß dich. Du bist da jetzt mich beinahe untergeschmissen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da hinten hier so ein einfacher Weg ist und hier einfach nur Gegner. Das wäre ein bisschen unfair. Denke ich an den abgebrochenen Mast umschützen, überqueren sie den gefallenen Mast, um weiterzukommen. Alles klar. Wenn ich dann schwimmen will auf ihn. Warte, ich soll Zeugs machen? Okay. Au! Alter, könnt ihr mal damit aufhören? So, Bams. Ah! So, na warte. Gib blutige Rache. Verdammter Dreck. Der ist tot, gut. So, wer war jetzt da noch am Überleben? Du! Für beide die abwehren können ohne Ende, aber ich flieg nur 2-3 Schlägen weg. Spiel regt mich immer mehr auf, habe ich das Gefühl. Ja, das heißt, dass es gut ist. Was hat denn hier eine Kiste? Hey, hey! Ey, 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 ey! Ah, geh weg! Dann kann ich da nicht hoch. Schieß! Schieß! Das ist ein geiles Szenario. Au! Voll der epische Kampf hier oben. So ein Gefühl. So, dann lass mich das mal fällen hier mit Banking. Bams! Sachen kaputt machen ist er ja Weltmeister. Er sein Diplom. Oh mein Gott. So ein merkwürdiges Bild. Ich würde mir eher so Shizuka vorstellen, wie die über so was balancieren. Da kommt da so ein dickes Ding. Oh nee. Oh nee. Einer. Schießt er hier schön? Benke ist irgendwie der Beste im Spiel. Keine Ahnung. Er ist irgendwie der kaputteste Charakter von allen.
Aber er kann nicht schwimmen. Ahnung. Während er auflädt, kann er nicht getroffen werden. Der hat allgemein die meisten AP, die größte Stärke. Der kann irgendwie in Gegnermengen drin stehen und einfach nur opfern und der kümmert den nicht. Habe ich gemerkt, so habe ich die ganze Zeit mein Kamui irgendwie offscreen aufgefüllt und dann eingesetzt. Alle anderen bekommen irgendwie so noch, können irgendwie nur so einen Angriff abwehren und dann irgendwie fliegen sie, ja, weg oder sind gestunt oder was weiß ich. Der kann irgendwie unendlich abwehren. Der ist voll broken, der Typ. Ich da hoch. Sommerei. Hi, na. Ah. Okay, setzen wir mal die Attacke ein. So, und jetzt ihr. Glaub, Spinne. Verdammt. Ich hab dich mit dir noch nicht treffen. Hi, na. Hat schön Spaß beim Abschießen. Geht mir richtig auf die Nerven. Du komm ruhig hoch. Verdammt. Da guck dich das an. Das ist broken. Was der macht hier? Der Veranstalter ist doch nicht mehr normal. Der hat doch Probleme, der Typ. Und ja, die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Keine Ahnung, ich mach mal ein paar längere Folgen jetzt. Jetzt wieder ein paar vorbereitet gehabt. Ich habe ein bisschen Luft nach oben und ach, von da kann ich bestimmt auf der anderen Seite, ne? So, bringt das überhaupt was, hier lang zu gehen? Außer der viel angenehmer ist. Er muss doch irgendwo so ein irgendwie was sein oder so und ich heile den lieber. Das ist mir zu riskant gerade. Keine doch, da kommt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Boss oder so einfach mal so vorbeigeflogen, so in dem Bildschirm. Ja. Kommt einfach so rein. Dann bin ich einfach mal tot. Ja, super. Nein. Ich will da runter. Da runter. Ja, hätte ich ja gleich hier... Boah. Hätte ich ja gleich hier lang gehen sollen. Auf der anderen Seite war auch nichts, außer Gegner halt. Hätte ich entweder einen entspannten oder einen... beschissenen Weg nehmen können. Ich habe den beschissenen Weg genommen, natürlich. So, zack. Ja, da hätte ich auch so runterspringen können. Da ich möchte mindestens das große Schiff noch erreichen und hier ist irgendwas. Da oben bestimmt, ne? Ha. Ja, zwei. Wäre voll geil. Nein, einer. Verdammt. Da muss ich überhaupt hier hin? Bin ich überhaupt jetzt hier? Ah, ne? Oh nein, ich sehe schon. Da langlaufen müssen. Haben wir ja so ein Gebiet, da hätte ich auch schon wieder was springen können. Meine Güte, was soll denn das? Ach, Kreis, ja. Denkt schon. Prince of Persia. Da musste man mit R1, glaube ich, an die Wände laufen. Weil ich das noch weiß. Nur die Demo damals gespielt. Ach so, da. Dim, 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 dim. Oh man, jetzt kommt irgendein Boss, der mich fertig macht, ne? Oder ein Speicherpunkt. Ich möchte so einen Speicherpunkt haben jetzt. Oh geil. So, ihr könnt mich mal. Ich speichere jetzt hier und ihr könnt nichts dagegen tun. Dann würde ich sagen, den Part beende ich jetzt hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji, Days of the Blade. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Schwimmen, verdammt. Bis zur nächsten Folge, tschüss.